Jo, moin. Das ist nur ein ganz kurzes Video. Wie bekomme ich eine Livery für zum Beispiel irgendeine Liga in ACC hochgeladen? Und wie dann die Rahmenbedingungen für die Liveries sind, das müsst ihr euch dann bei den jeweiligen Ligen dann irgendwie erkundigen. Oder da müsst ihr euch dann bei den jeweiligen Ligen erkundigen. Aber ansonsten geht es dann wie folgt: Wir machen uns ganz einfach. Wir könnten das natürlich noch einfacher machen, aber wir machen uns das mal, damit das auch einfach verstanden wird, um was es hier geht. Wir machen uns hier einen neuen Ordner. Dann schieben wir mal ganz kurz hoch hier die Geschichte. So, der neue Ordner, den benennen wir uns auch direkt mal um. Wir machen jetzt einfach mal Season Auto. Haben wir schon einmal. Ich glaube, ich hatte damit schon mal angefangen, genau. Und dann haben wir hier den Ordner Season Auto. Können wir mal reingehen in die ganze Geschichte. Da drin erstellen wir uns den Ordner Customs. Da drin brauchen wir dann Ordner Cars und den Ordner Liveries. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir gehen hier unten in die Dokumente rein. Suchen uns Assetto Corsa Competizione. Also müsst ihr natürlich nicht hierüber machen. Ihr könnt das auch über zum Beispiel dieser PC. Geht dann hier auf Dokumente. Ja, also ist dann das gleiche Spiel. Assetto Corsa Competizione. Und wir hatten uns ja auch schon den Customs-Ordner erstellt. Das heißt, wir müssen hier in die gleiche Ordnerstruktur reingehen. Also Customs. Wir wollen als allererstes Cars und wir nehmen an der Stelle auch einfach das, was wir hier oben jetzt erstmal finden. Es geht ja nur darum, dass ihr wisst, um was es geht. Wir wollen das nicht umbenennen. Wir wollen die ganze Geschichte kopieren. Kopieren wir uns hier rein, fügen wir hier ein. Wir haben jetzt hier die Customs. Cars-Datei schon mal mit drin. Und das ist die JSON-Datei, die dem Spiel und auch allen anderen Spielern später sagt: Hier greif mal bitte auf diese Ordnerstruktur zu, auf diesen Custom-Skin. Und ja, wir gehen hier also auf der Seite wieder zurück. Auch hier gehen wir mal wieder zurück. Jetzt wollen wir hier in Liveries rein. Wir brauchen die 136. Das war. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Es spielt keine Rolle. Es spielt jetzt keine Rolle. Wir müssen jetzt hier natürlich das entsprechende Auto uns raussuchen. Wir gehen mal davon aus, dass es das gewesen ist. Kopieren uns das also hier aus dem Customs Liveries Ordner direkt bei Dokumente ACC raus. Gehen dann hier in unseren selbst erstellten Ordner wieder rein, in die Liveries. Hier wird die ganze Geschichte wieder eingefügt. So, das heißt, wir haben jetzt hier bei Liveries eine Liveries drinne. Eine Livery drinne, auf die das Spiel später zugreifen kann. Wir gucken das nochmal bei Cars. Ja, auch da haben wir eine JSON-Datei drin, die dem Spiel später sagt: Greift bitte auf eine andere Livery als die Standard-Livery zu. Hier ist der Customs-Ordner und mehr brauchen wir an der Stelle nicht. Dann können wir hier alle Ordner schließen. So, nochmal ganz kurz weg. Dann ist das hier unser Ordner. Zum Vergleich noch einmal rein. Alles klar, Customs, Cars, alles drin. So soll es sein. Jetzt gehen wir mit dem Rechtsklick auf diesen Ordner drauf und in ZIP-Datei komprimieren. Und er erstellt uns jetzt hier die ZIP-Datei. Ja, und dann ist die Geschichte fertig. Ist auch ziemlich klein. Das sehen wir hier. 1,50 Kilobytes. Das ist, glaube ich, eine ganz angemessene Größe. Und so die Datei könnt ihr so gut wie in jeden Chat bei Discord zum Beispiel reinziehen. Und wenn es jetzt da anders geregelt ist, ist das auch kein Problem, so eine ZIP-Datei dann problemlos hochzuladen. Ja, das war's dazu. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Wenn ihr da nochmal Fragen habt, dann einfach in die Kommentare damit.